Die Steiner Alpen von Jezersko aus in Slowenien unterhalb des Seebergsattels. Frühstück und Aufbruch vom kleinen Weiler Makek auf 965 Meter Höhe in Richtung Česká-Hütte. Mein erstes Bergziel ist der Kogner. Blick hinunter zum Ort Jezersko und zu meinem Gasthof und Weiler Makek. Zwei Bergsteiger auf der Seeländer Scharte. Nach fast 3,5 Stunden Aufstieg und 1300 Höhenmeter stehe ich auch auf der Seeländer Scharte und schaue auf den Gipfelaufbau des Grintovec. Noch habe ich ca. 300 Höhenmeter zum Kognergipfel. Thank you.
Der letzte steile Felsabsatz zum Gipfel. Und der Gipfel des Kockner. Mein Aufstiegsweg und der Grat zum Grintowetsch. Im Hintergrund die Skuter und dazwischen die Oestricker. Blick nach Süden in die Greiner Tiefebene. Abstieg über denselben Weg zurück. Bergsteiger sind unterwegs, allerdings ohne Rucksack, den sie auf der Seeländer Scharte ließen. Und wieder der circa 5 Meter lange Kriechkamin, den man nur bäuchlings durchroppen kann. Den Rucksack muss man vor sich herschieben, wie ich es getan habe. Viele kleine Vögel oberhalb des Kriechbandes. Und die Seeländer Scharte. Die Seeländer Scharte und mein weiterer Weg zum Grintowetsch. Mein Aufstiegsweg von der Czeska-Hütte auf den 2540 Meter hohen Kockner. Die beiden Bergsteiger steigen wieder zur Czeska-Hütte ab, während ich von der Seeländer Scharte weiter zum Grintowetsch gehe. Im Hintergrund ist der dritte Gipfel heute, der Dolgi Ribbet, zu sehen. Und das ist die Gratüberschreitung des Dolska Skripina zum Grintowetsch.
letzter steiler Aufstieg zum Grintovec. Nach 6,5 Stunden habe ich jetzt den Grintovec, den Hauptgipfel der Steiner Berge, erreicht. Blick zurück zum Kockner und dem Aufstiegsgrat. 1600 Meter tiefer liegt jetzt der Ort Jezersko. Hier heroben treffe ich wieder zwei slowenische Bergsteiger. Was mir hier sehr abgeht, ist das Gipfelkreuz. Blick Richtung Osten zur Skuta und den Oystrika. Wieder der Ort Jezersko und die Karawanken, die Grenze zu Österreich. Der Kockner und tief unten die Zeska-Hütte. Und der Abstiegsgrat zu Mlynarsko-Scharte. Die Mlynarsko-Scharte und der Dolgi Rüppet, dahinter die Skuta. Rückblick zum Grintovec und den Abstiegsgrat. Und die zwei Bergsteiger, die ich oben getroffen habe. Ab der Scharte war ich dann allein. Sehr steiler und luftige Kletterei auf den Dolgi Rippet. Die Granska-Hütte, 700 Meter tiefer. Und mein weiterer Klettersteig, ein abenteuerliches Auf und Ab zwischen Türmen und Gratzacken, Schluchten und Rinnen des zerklüfteten Kraters. Thank you.
die Scooter. Hier entschloss ich mich abzusteigen. Die Zeit drängt. Und Blick zum Grintovec. Der wilde Gipfelgrat des Dolgi Ribet und mein Rückweg zur Minarsko-Scharte. Blick über den Velike-Boden nach Süden. Und das ist der ganze Koloss des Dolgi Ribet mit dem scharfen Grat. Wieder bei der Minarsko-Scharte. Und Blick hinauf zum Grintovec. Und nach Süden. Ich steige aber hier Richtung Norden zur 700 Meter tiefer liegenden Cesca-Hütte ab. Hier habe ich einen Radler getrunken und nach einer halben Stunde bin ich wieder weiter, um vor dem Dunkelwerden zum Gasthaus nach Makek zu kommen. Herrlicher Rückblick auf die Steiner Alpen. Fast 14 Stunden war ich unterwegs, bei insgesamt 2200 Höhenmeter Aufstieg und Abstieg. Am frühen Morgen Blick zum Grintovec und Kogna, vom Makek aus. Hier war mein Zimmer oben.
Nach dem Frühstück fahre ich rund um die Steiner Alpen über Kamnik nach Gornigrad und weiter zum Kloster Nazarie. Das Kloster Nazareth liegt bei Celje. Und das ist der Wallfahrtsort Heiligengrab bei Bleiburg.